Felicitas fragt Pietsmiet, was ist euer Lieblingsname für die anderen? Lieblingsnamen ist so eine Sache. Also ich nenne die alle so nicht, aber ich finde die Namen cool. B43 Bomber beispielsweise passt super gut zu Bram. Gott für Chris oder ich weiß, was ich halt wiederum andersrum witzig finde, ist Joni passt überhaupt nicht zu Jay. Aber so wurde er früher genannt und so wird er immer noch von seiner Familie genannt. Joni. Ja. Puh, das ist schwierig. Ich gehe mal mit dem, was mir gerade so einfällt. Also Peter ist die Betonglocke. Das finde ich passt auch sehr gut und das ist gut, das ist solide. Wobei der Snob natürlich auch nicht schlecht ist, aber ich mag die Betonglocke, glaube ich, lieber. Bei Bram ist der B43 Bomber. Passt einfach wie der Bomber aus Auge. Jay ist ein Glatzenkind. Das fand ich eigentlich ganz cool mit Kai Lu und den Glatzenkindern. Also Jay ist irgendwie Kai Lu oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und Christian ist natürlich der Gott. Also finde ich schon ganz schön passend. Also ich glaube, ich nenne die anderen nie anders als halt Pete, Jay, Sepp oder Bram. Aber gerade auch nach den fulminanten Weltrekorden von Peter, muss ich sagen, ist Kohldampfbolzen schon ganz gute Nummer. Irgendwie mag ich den Namen oder den Begriff oder whatever, ja. Kohldampfbolzen finde ich immer noch am besten. Für die anderen habe ich eigentlich gar nichts. Also für Jay ist auf jeden Fall Joni. Für Chris habe ich keine, das ist Chris. Für Sepp wäre es Seppel. Für Peter wäre es Peter fucking Hornsnitz. Das hat dann wieder alle abgedeckt.